Leute, ich sage euch, das Video ist der Hammer. Also ich habe schon vieles entdeckt, aber das hier ist nicht mehr normal. Wie geht's euch? Alles gut? Ich hoffe, ihr übersteht die warme Sommertage aktuell. Wir haben 35 Grad Hitze, also es ist echt krass. Ich hatte euch in das letzte Video gezeigt, wie man durch Roulette-Spielfeld sich Systeme basteln und das Ganze auf Lotto übertragen kann. Jetzt habe ich das Ganze um insgesamt 4 weitere Spalten erweitert und man sieht, wir haben hier ein Roulette-Spiel, aber das Ganze wurde sozusagen von Roulette auf Lotto-Spiel übersetzt oder übertragen, je nachdem, wie man das Ganze halt auch nennen möchte. Jetzt werden wir unser Spielbrett auswerten. Wir haben insgesamt 9 rot-gerade Zahlen, im Gegenzug 15 schwarz gerade Zahlen. Wenn wir rübergehen, wir haben 15 rot ungerade Zahlen, 11 schwarz ungerade Zahlen. Der Wert hier unten mit schwarz gerade mit 15 ist am höchsten auf der Seite. Der Wert mit rot ungerade 15 ist am höchsten auf der Seite. Also wir werden uns diese 2 Werte im Auge behalten und ich habe das Ganze seit 35. Spiel im Jahr 2021 ausgewertet. Also hier auf der Seite schwarz gerade, hier auf der Seite rot ungerade. Jetzt scrolle ich das Ganze runter und das kann man jetzt viel besser erkennen. Also hier auf der Linie, auf der Seite passiert nichts. Aber wir haben 1, 2, 3, 4 mal rot ungerade, so wie ich das hier oben erklärt habe. So, hier auf der linken Seite haben wir 3 mal schwarz gerade, wie hier unten. Es geht weiter. Ich lasse das mal so stehen. Wir haben wieder 1, 2, 3 mal schwarz gerade. 1, 2, 3 mal rot ungerade. 4 mal rot ungerade. Das ist wirklich unglaublich. Auf der Linie 41. Spiel passiert nichts. Auf der linken Seite wieder 3 mal schwarz gerade. Das ist hier oben. So, jetzt scroll ich weiter runter. Wieder 3 mal schwarz gerade. Auf der Seite haben wir 3 mal schwarz ungerade. Also wir haben diese Konstellation, aber hier drauf spielen wir nicht. Wir fokussieren uns nur auf diese 2 Linien. So, es geht weiter. 45. Spiel passiert nichts. 46. Spiel. Wieder 3 ungerade Werte auf rot. 47. Spiel. Wieder 3 ungerade Werte. 48. Spiel. Gerade schwarz 3 mal, ungerade rot 3 mal. Meine Güte, wie viele Treffer gibt es hier? Das ist unglaublich. Der Grund, warum wir immer so oft bei Lotterien verlieren, liegt daran, weil wir uns immer auf Sechser fokussieren und nicht hier auf Kern der Geschichte. Leute, hier gibt es eine riesengroße Lücke. So, jetzt schauen wir uns die Zahlen im Übersicht an. Man sieht deutlich, schwarz gerade 2, 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48. Für rot ungerade 1, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27. Hier gibt es einen Sprung. 37, 41, 43, 45, 47. Das sind insgesamt 15 Spalten. Das bedeutet, man muss gerade auf 2,5 Linien spielen. Man kann das Spiel aufsplitten, so wie ich das hier gemacht habe. Vielleicht in 2 Gruppen oder am besten vielleicht, keine Ahnung, man macht das auf seinen eigenen Lottoschein alleine. Aber man fokussiert sich nur auf schwarz gerade oder rot ungerade, so wie man das Ganze hier oben sehen kann. Und ich wette mit euch, ihr werdet dauerhaft mehr Dreier oder Vierer erwischen, anstatt ständig immer eure Lottoscheine im Müll zu schmeißen. Und jetzt zeige ich euch hier etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und zwar am 19.05.2021 haben insgesamt alle Farben in Rot getroffen. 5 ist Rot, 7 ist Rot, 14 Rot, 25 hier unten ist Rot, 38 Rot, 45 Rot. Leute, was geht hier ab? Ich habe euch immer wieder gesagt, mit Roulette-Spiel kann man das Ganze viel, viel besser auswerten. Man hat viel mehr Möglichkeiten, die Zahlen etwas vertiefter zu analysieren und nicht immer nach gerade, ungerade oder wie oft wurde eine Zahl gezogen, wie oft nicht. Das ist der größte Schwachsinn. Leute, zieht euch das bitte ran. Jetzt überlegt mal, hier kommen alle gerade Werte. Ja, oder hier kommt alles schwarz und gerade und der Lottoschein explodiert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alles Gute und bis bald.